Bei den ganz alten Menschen fällt mir oft ein Stück Literatur ein, das wir in der Schule gelesen haben, Aldous Huxley, Die schöne neue Welt. Da wird beschrieben drin, wie alte Menschen, weil sie der Marktökonomie nicht mehr entsprechen, in Fabriken abgeschaltet werden. Es ist eine Sicht von Leben, dass das Leben ein Produkt ist, das der Herstellung und der Entsorgung bedarf. Ich erzähle es deswegen, weil die Sterbehilfe und das selbstbestimmte Sterben ja ein Thema geworden ist in diesem Jahr durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der selbstbestimmte Tod ein Menschenrecht ist. Können Sie mit diesem Satz und mit diesem Gedanken umgehen? Ich selber kann mir das gar nicht vorstellen. Ich respektiere, dass es Menschen gibt, für die ist das eher so eine Option, also bevor ich dann wirklich schwer krank, ja, eigentlich nicht mehr leben kann. Aber persönlich bin ich immer noch der Auffassung, dass es eigentlich nicht eine Menschenentscheidung sein sollte. Und vor allem, wenn wir irgendwann mal in der Gesellschaft eine Diskussion bekommen, wann fängt das menschenwürdige Leben eigentlich an und wo hört es auf und was ist dann noch menschenwürdig und wo ist es legitimiert? So weit dürfen wir wirklich gar nicht kommen. Wenn ich Christ oder Christin bin und also an die Auferstehung glaube und spüre, dass mein Leben einfach ein furchtbares Leid ist, ist es dann nicht verständlich, wenn ich sage, ich will schneller zur Auferstehung? Schneller ins Paradies. Das ist, glaube ich, eher eine zynische Einstellung zu dem Thema. Aber die Menschen dürften keine Angst vorm Tod haben, egal wie er sich gestaltet. Und ich meine, die Medizin ermöglicht jetzt auch sehr, sehr viel. Man kann ja wirklich auch sehr human und friedlich sterben, selbst wenn man ganz schwer krank ist und auch Schmerzen hat. Also das muss ja heute gar nicht mehr sein. Ich würde ganz gerne